Heute gibt es wieder eine neue Ausgabe des Business Dog Podcasts Erfolgsgeschichten Praxis. Ihr wisst, in dieser Reihe Erfolgsgeschichten Praxis stelle ich euch immer wieder Menschen und Unternehmer vor, die ihren Weg in der Medizin in besonderer Weise gefunden haben. Und ich sage auch immer dazu, die uns Einblicke in ihre persönliche und berufliche Erfolgsgeschichte ermöglichen. Denn uns allen ist eben klar, nicht jeder wird als Unternehmer geboren. Und bei den meisten steckt eben doch eine ganze Menge Arbeit dahinter. Und auch in diesem Fall ist es wieder so, ich freue mich wirklich sehr, Herrn Dr. Ralf Jäger interviewen zu können oder im Interview gehabt zu haben. Dr. Ralf Jäger ist Facharzt für Allgemeinmedizin, er ist Partner in einer Gemeinschaftspraxis, er ist Notfallmediziner gleichzeitig noch und er betreibt gemeinsam mit vielen anderen Ärzten, die teilweise als Partner, teilweise auch als angestellte Ärzte arbeiten, 5 Praxen in der Nähe von Eichingen. Das ist zwischen Freudenstadt und Villingen-Schwenningen. Das muss ich ja ablesen, sonst weiß ich es eben nicht. Es ist ungefähr gelegen südlich von Stuttgart. Und gleichzeitig ist Dr. Ralf Jäger eben noch Mitbegründer oder Erfinder der Arztsoftware einer App MediOne, einer Kommunikationslösung. Und ich finde in dem Interview, was sehr spannend geworden ist, weil Herr Dr. Jäger ist sehr klar, sehr strukturiert, kommt eben raus, dass ihm eine Sache unglaublich wichtig ist, nämlich die gute Patientenversorgung. Und er stellt eben auch den Patient und die Versorgung der Patienten wirklich in den Mittelpunkt. Nicht nur, wenn man sich seine Praxen anschaut, da wird sehr, sehr deutlich, wie er dieses Thema angeht. Und das wird im Interview auch nochmal sehr, sehr klar beschrieben, aber eben auch durch das Weiterentwickeln und durch dieses Weiterentwickeln dieser App, dieser Softwarelösung, die er da als Ideengeber und dann hinterher auch in der Umsetzung mit begleitet und betreut hat, weil eben die App ermöglicht Kommunikation zum Patienten, Kommunikation zum Arzt, Kommunikation aber auch zwischen anderen Ärzten und anderen Patienten. Und das macht vieles im täglichen Ablauf für ihn leichter, für die Kollegen leichter, aber eben auch für den Patienten leichter. Und damit ein super Beispiel dafür, wie Digitalisierung und wie moderne Technik die Verbindung zum Patienten deutlich verbessern kann, aber eben auch dann noch eine Komponente mitbringt, nämlich eine zeitliche Verbesserung, also mehr Zeit für die Versorgung der Patienten. Ich will das mal kurz vorlesen, bevor wir dann in den Podcast einsteigen, worum es bei der App MediOne geht. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. MediOne ist eine geräteunabhängige Kommunikationslösung für den sicheren Austausch zwischen Patient, Arztpraxen und weiteren Gesundheitsinstitutionen. Im Zentrum stehen ein Messenger-Dienst und eine zentrale Ablage von empfangenen Dokumenten. Also ein hochspannendes Interview, mich wirklich sehr, sehr lange darauf gefreut und ja, freut euch ebenso drauf. Viel, viel Spaß im neuen Business Talk Podcast Erfolgsgeschichten Praxis mit Dr. Ralf Jäger. Herr Dr. Jäger, ganz, ganz lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute Morgen hier im Business Talk Podcast dabei zu sein. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bevor wir in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, meine Einstiegsfrage: Wer ist Dr. Ralf Jäger? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Sie haben ja schon einiges beschrieben. Ich bin also Landarzt, Hausarzt und wir betreiben mit unseren Kollegen 5 hausärztliche Praxen in einer überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft namens RegioDocs. So haben wir uns einfach genannt, dass die Patienten es besser verstehen, dass es markanter ist. Ich lebe selber etwas abgeschieden mit meiner Familie in einem umgebauten, renovierten Schwarzwald-Bauernhaus. Mhm. Jetzt 5 Praxen oder mehrere Praxen, die Sie da betreiben mit Ihren Ärzten zusammen. Wie ist die Idee entstanden? Woraus ist das gekommen? Grundsätzlich war die Situation, dass wir in unserem Gebiet eine gefühlte Unterversorgung haben, der Patientenversorgung. Und als Einzelkämpfer ist es recht schwierig. Es ist zwar lukrativer, aber es ist schwierig, die Patientenversorgung aufrechtzuerhalten, sodass wir erstmal in einem Ort eine Gemeinschaftspraxis gegründet haben. Schließlich waren wir 3 Ärzte und ein Kollege wollte sich in einem Nachbarort niederlassen und hat gesagt, ja, aber wie soll er das alleine stemmen? Sodass wir gesagt haben, ja, wir können ja miteinander arbeiten, miteinander uns austauschen und uns aushelfen
im Besonderen, dass wir zunehmend einfach das Konzept entwickelt haben, wenn wir intensiv miteinander in verschiedenen Praxen uns austauschen und miteinander arbeiten, dann werden wir auch effizienter und die Patientenversorgung wird besser. Mhm. Und so leben wir es jetzt auch. Mhm. Aber ich sag mal, Sie hätten es sich ja in Anführungsstrichen einfach machen können. Sie hätten ja sagen können, okay, ich weiß, hier gibt es eine Unterversorgung, das heißt, Patienten gibt es genug. Die kann ich bedienen und mach meine Einzelpraxis, vielleicht noch eine Gemeinschaft auf. 5 Standorte heißt ja auch 5-mal in Anführungsstrichen die Sorgen zu haben, mehr Mitarbeiter, mehr Ärzte, eine bestehende Struktur. Sind Sie Unternehmer oder kam da der unternehmerische Geist bei Ihnen durch, zu sagen, wir machen das größer? Gut, also initial war gar nicht dieser unternehmerische Geist dafür ausschlaggebend. Und ja, diese Sorgen und die Risiken, die teilen wir uns natürlich. Jetzt sind wir inzwischen 4, die das ganze Projekt betreiben, aber wir teilen natürlich bis zum Risiko, dass irgendetwas schief geht. Mhm. Die Grundidee war einfach die, dass wenn ich als Einzelarzt in einem unterversorgten Gebiet arbeite, dann habe ich beständig das Gefühl, dass die Patienten nicht ausreichend versorgt sind. Mhm. Und im konkreten Fall könnte ich mir ja überlegen, ja, dann nehme ich ja nur eine gewisse Anzahl an Patienten an und die kann ich dann gut versorgen und alle anderen sollen sehen, wo sie hingehen. Aber die Realität ist eine andere. Der Patient, der ein akutes Problem hat, kommt einfach in die Arztpraxis. Ich kann da auch nicht Nein sagen. Also, oder Kinder oder Bekannte oder Freunde. Und auf dem Dorf kennt man sich. Also da kann man einfach auch nicht sagen, nee, wir nehmen jetzt keine Patienten mehr. Genau, ja. Und das weitere Problem ist, wenn man mal Urlaub hat oder krank ist, dann wo ist die Versorgung dann da? Dann gibt es natürlich einen Nachbarkollegen oder so, der das übernehmen kann. Der hat aber keinen Zugriff auf die Patientenakte, kennt die Vorgeschichte nicht. Mhm. In der Vertretungszeit rennen die Patienten quasi die anderen Praxen ein. Montag früh ohne Termin, ohne nichts. Es ist einfach ein Durcheinander. Und mein Gefühl ist es, dass es sinnvoller ist, dass man die Patienten, dass man seine Struktur so aufbaut, dass man die Patienten ständig versorgen kann, als dass man eine Vertretungsregelung eingeht. Mhm. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Als Sie damals die Entscheidung getroffen haben, ich gehe in die eigene Praxis, wo ist das hergekommen? Waren Sie im Krankenhaus unzufrieden? Haben Sie gesagt, ich möchte immer schon in die eigene Praxis, weil gerade da ist vielleicht die Nähe zu Patienten größer? Also grundsätzlich habe ich mir im Studium überlegt, ich will Hausarzt werden. Mhm. Das war einfach meine Vorstellung. Später überlegt man sich ja im Rahmen seiner Facharztweiterbildung oder so, ob man nicht doch irgendwie Karriere machen will oder doch im Krankenhaus bleiben will. Und das hat sich dann ziemlich schnell zerschlagen, wenn man die Zustände sich anschaut. Ja. Und, gleichzeitig aber auch, würde ich in einem Anstellungsverhältnis in einer Klinik die Flexibilität der Selbstständigkeit vermissen. Also was ich hier machen kann in meiner Praxis oder auch jetzt in unserer Gruppierung ist, dass ich mein Arbeitsumfeld so gestalte, wie ich es haben möchte. Und viel wichtiger finde ich, ich kann die medizinische Versorgung so gestalten, wie ich sie gerne bei mir sehen würde oder bei meiner Familie. Mhm. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen. Ja, das ist ja hochinteressant, weil viele sagen ja ganz genau, ja, gerade wenn ich Kassenmedizin mache, kann ich das nicht. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass Sie sagen, doch, das kann ich. Ich kann mir das Umfeld so schaffen, wie ich es haben möchte, um ja vielleicht auch nicht nur irgendeine Praxis zu führen, sondern Spaß zu haben an meiner Arbeit. Wie ist das denn gekommen, dass Sie gesagt haben, wir wollen größer? Also Sie haben es gerade schon gesagt, bezogen jetzt auf die Patientenversorgung, aber Sie brauchen ja auch Kollegen, die das mittragen. Also wie haben Sie sich gefunden? Würden Sie sagen, dass diese in Anführungsstrichen Persönlichkeiten als Unternehmer sich finden, weil sie eben ein gemeinsames Projekt haben? Wie sind Sie mit den Kollegen zusammengekommen? Also wir haben ja diese Zweiergemeinschaftspraxis geführt in einem Ort und dann hat sich der Kollege eben geäußert, den haben wir noch gekannt quasi, und der hat sich einfach geäußert, dass er Unterstützung benötigt, dass wir einen leichten Einstieg hatten. Mhm.
stützen. In der ersten Form war das erstmal so ein Ausgleich zwischen ärztlicher Tätigkeit oder administrativen Tätigkeiten. Und bis zum Schluss haben wir gemerkt, wir werden sehr viel effektiver, wenn wir alles gemeinsam machen. Und das haben wir dann ausgearbeitet und haben erst dort die Potenziale erkannt. Also Synergieeffekte, wie wir sie klassischerweise sehen, dass man sich Räumlichkeiten oder so, die Mietkosten teilt und Mitarbeiterkosten und so. Das ist ein Aspekt. Aber der andere Aspekt ist, man bekommt auch geistig Freiräume. Man kann sich, man ist nicht die ganze Zeit unter diesem Versorgungsdruck oder wenn man Urlaub macht oder wenn man mal krank ist, dass man dann Angst bekommt, was passiert. Und diese Flexibilität und diese Freiheiten, die man dann geistig bekommt, die kann man einsetzen, um neue Werte zu schaffen und auch neue Prozesse zu erarbeiten in den einzelnen Praxen. Was wir gelernt haben in unserem Bereich ist, dass man eine einzelne Sichtweise hat. Man arbeitet jeden Tag stur vor sich hin und denkt, so ist es immer am besten. Also rein administrativ oder auch medizinisch, wenn man denkt, man macht es immer richtig und dann kommt der Kollege und hinterfragt das nett. Es ist auch richtig, wenn man hinterfragt und dann kann man sich überlegen, wie kann man die Dinge, die man tut, besser machen. Für den Patienten, für sich selber, für das Unternehmen, für die Praxis. So hat sich das Ganze als Selbstläufer entwickelt, weil wir neue Ideen hatten, die Strukturen effizienter gestaltet haben. Wir konnten auch den Mitarbeitern deutlich bessere langfristige Perspektiven bieten als in einer Einzelpraxis, weil wir gesagt haben, okay, wir sind eine größere Gruppe, wir sind stabil, wir sind nachhaltig. Und das gefällt natürlich einem Mitarbeiter, der sagt, okay, er ist nicht die ganze Zeit abhängig von der Laune eines Chefs. Und eben auch nicht von der Liquidität des Chefs. Ja, das muss man auch sagen. Ja, ja, klar. Ich habe jetzt musste mir gerade zwei, drei Dinge aufschreiben, weil ich das so wirklich gewinnbringend finde. Also einmal diese Begrifflichkeit des geistigen Freiraums. Also Sie haben sich durch die Gemeinschaft mit den Kollegen den geistigen Freiraum geschaffen, auch über neue Dinge nachdenken zu können. Das war das eine, fand ich sehr, sehr schön, weil man sonst alleine oder vielleicht in einer Gemeinschaft, in der man schon seit 10, 12, 15 Jahren drin ist, immer wieder die gleichen Strukturen, immer wieder das gleiche Hamsterrad, immer wieder jeden Morgen einfach weitermacht. Aber ich habe es jetzt so verstanden, durch die Gemeinsamkeit und durch das Öffnen, das Größerwerden sind Freiräume entstanden, die sie dann nutzen können, um sich weiterzuentwickeln. Das fand ich sehr, sehr schön. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist richtig. Also wir müssen uns überlegen, wenn man sich selbstständig macht oder wie in einem Startup. Die vorherrschende Problematik ist im Geiste die Angst. Die Angst vor dem Versagen der ärztlichen Tätigkeit, die Angst vor unzufriedenen Patienten und überhaupt die wirtschaftliche Angst. Ja. Wenn man sich das plötzlich teilt, dann reduziert sich die Angst und dann werden plötzlich Freiräume im Kopf frei. Und das nächste, was Sie gesagt haben, das fand ich auch sehr schön, ist das Thema Mitarbeiter. Also es gibt ja ganz viele Praxen, die sagen, ich bekomme keine guten Mitarbeiter mehr. Wo bekomme ich sie überhaupt her? Und wenn dann, ich bin so froh, dass ich überhaupt jemanden habe. Und wenn, dann trage ich denen noch alles zu. Aber Sie machen es genau andersrum. Sie sagen, wir bieten unseren Mitarbeitern so viel, dass sie sich freuen darauf, zu uns zu kommen und dann auch bleiben, weil sie sehen, ich habe einen hohen Grad von Flexibilität und auch dieser Freiraum wird ja dann wieder an die Mitarbeiter übertragen. Also Verantwortung, Flexibilität im Sein. Also sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank. Also uns sind die Mitarbeiter begeistert gerade. Ja, ja. Wir haben im Vorgespräch schon zwei, drei Dinge angesprochen und das hat mich so, als wir kennen uns ja wirklich nicht persönlich, unser erstes persönliches Gespräch, das wir heute miteinander führen. Aber ich fand die Unternehmung so interessant. Ich würde Sie auch gern bitten, ich habe gerade schon im Vorgespräch von Ihrer Internetseite gesprochen, also vielleicht einfach mal zu erläutern, was macht das mehr aus in Ihrer, also Sie haben zum Beispiel auf Ihrer Seite ein Leitbild. Also das ist für mich schon mal eine Grundsatzfrage. Warum haben das nicht alle Praxen, an dem sich auch Mitarbeiter zum Beispiel orientieren können? Das ist ja sehr unternehmerisch, sehr zukunftsorientiert. Wie ist es zu dieser Ausrichtung gekommen? Wir haben im unternehmerischen Bereich manchmal Dinge, die sinnvoll sind.
Ohne Zweifel, ja. Ja, genau. Aber wir denken bei Unternehmertum immer nur an wirtschaftliche Aspekte und an finanzielle Aspekte. Quasi auch das Leitbild ist etwas, was entstanden ist aus unternehmerischen Geiste. Und wenn wir haben für uns irgendwann festgestellt, wir waren am Anfang 3, jetzt sind wir 4, wir sind 4 Chefs. Mhm. Nehmen wir auf den Punkt. 4 Chefs und jeder hat immer eine unterschiedliche Meinung. Wir brauchen also irgendwelche Ziele für die Unternehmung, für unsere Unternehmen, gemeinsame Unternehmung, an die wir uns halten können und wo die Mitarbeiter wissen, so in die Richtung läuft es, mhm, und sich die Patienten orientieren können, was macht ihr denn da? Mhm. Und da ist das Leitbild entstanden. Also ich habe, ich will es jetzt hier so schnell nicht finden, aber da geht es ja sehr stark darum, das Wohl des Patienten in den Vordergrund zu stellen. Zum Beispiel, es gibt eine Umfrage auf ihrer Seite, wo zum Beispiel so Fragen gestellt werden mit, wie schnell haben Sie Ihren Termin bekommen? Und dann die zweite Frage ist dieser Termin auch eingehalten worden? Sind Sie zufrieden mit der Behandlung oder mit dem Vorgehen Ihres Behandlers oder des Arztes? Wie freundlich war das Personal? Also Sie stellen sich ja wirklich den Aussagen der Patienten. Das heißt, Sie nutzen auch die Meinung der Patienten, um sich weiterzuentwickeln. Das ist das, was ich daraus verstehe. Ist das richtig? Ja, das sind zwei Aspekte. Also der erste Aspekt ist, dass wir in unserem Leitbild oder in unserer Zielsetzung unserer Unternehmung quasi den Patienten an oberste Stelle stellen. Mhm. Wir arbeiten ja den ganzen Tag nicht für uns oder für den Nachbarn, sondern für den, der in die Tür reinkommt, mhm, und medizinische Hilfe benötigt. Und deshalb müssen wir verstehen lernen, wie wir das besser machen können für, mhm, den Patienten. Und in dem Leitbild haben wir auch festgestellt, wir machen diese Unternehmen für die Mitarbeiter. Dass, mhm, die Mitarbeiter einen nachhaltigen Job haben, dass die einen sicheren Arbeitsplatz haben, einen arbeitserfüllenden Arbeitsplatz. Mhm. Und in einem dritten Ziel stellen wir quasi die Nachhaltigkeit sicher und möchten natürlich auch durch Wertlegung auf die Finanzen unsere Praxen betreiben können. Mhm. Zum Gesichtspunkt der Fragestellung, dass wir uns den Fragen der Patienten stellen. Die Patienten sind diejenigen, die uns eigentlich zeigen können, was wir besser machen können. Mhm. Dort entstehen eigentlich die Fragen und die Bedürfnisse. Und wir tun oft sehr, sehr viel, was völlig unnötig ist. Manchmal wollen die Patienten gar nicht irgendetwas ausgedruckt mitbekommen haben oder legen keinen Wert auf bestimmte Dinge, die wir tun, die wir mit sehr viel Aufwand betreiben. Mhm. Patienten ist zum Beispiel wichtig, dass sie die Arztpraxis erreichen. Ja, ja. Mhm. Und da muss man Wert drauf legen. Oder die Freundlichkeit des Patienten sehr wichtig am Empfang. Mhm. Und Sie schaffen ja auch, so lese ich es ja auch auf der Seite, und das nimmt man ja auch allen ab, die bei Ihnen arbeiten, das auch als Team aufzutreten. Also wobei das Team trägt das Team, so habe ich das mal gelernt. Also zu sagen, wenn einer aus diesem Teamgedanken herausfällt, kann das Team den sowohl unterstützen oder die sowohl unterstützen, als auch vielleicht eine Rückmeldung geben, Mensch, pass auf, das ist gerade nicht mehr teamkonform. Und damit lösen sich ja auch Strukturen auf. Also dann sind nicht nur Chefs, sondern dann gibt es eben, also die jetzt immer alles machen müssen, sondern das Team regelt dann auch viel im Team. Ist das bei Ihnen auch so? Ja, das sind wieder zwei Aspekte. Also erstens, das Team ist eine gegenüber in der Außenwirkung ein Problem. Mhm. Also der Patient kennt den Hausarzt und der weiß, der Arzt ist der Chef und der Arzt hat das Sagen und nur der Arzt ist wichtig und alles andere ist eben eigentlich irrelevant. Das ist so die so eine vorherrschende Meinung, die nicht ganz stimmig ist, aber so fühlen das viele Menschen. Ja. Und
wir treten deshalb bewusst als Team auf, als gesamtes Team, dass der Patient in der Außenwirkung auch wirklich versteht. Mhm. Wenn ich jetzt als Arzt im Urlaub bin, krank bin oder irgendetwas anderes habe und nicht da sein kann, dass es jemanden adäquaten im Team gibt, der ihn behandeln kann. Genauso wechseln wir natürlich unsere medizinischen Fachangestellten, die rotieren oft durch die Praxen. Wenn der Patient eine andere MFA an der Anmeldung sieht oder am Telefon hört, heißt es nicht, dass er schlechter behandelt wird. Mhm. Das Zweite, was Sie ansprechen, dass ein Team viele Vorteile hat, ist, was ich so als Schwarmintelligenz bezeichne. Das heißt, was wir uns klar machen müssen, wir sind ein Wissensunternehmen. Das heißt, unser Wert liegt im Wissen und auch das Wissen, das wir aufbauen. Und dementsprechend müssen wir kommunizieren und deshalb müssen wir auch im Team arbeiten und reden und die Dinge verschriftlichen, dass wir ein Team bleiben. Also alles, was ein Team ausmacht, an einem Strang ziehen, die Ziele auch mal jemanden Schwächeren mitziehen, aber auch jemanden Stärkeren unterstützen. Ja. Das macht das aus. Ja. Mit wie vielen Mitarbeitern arbeiten Sie in den 5 Praxen? Eine häufige Frage, die ich jedes Mal schlecht beantworten kann. Ich glaube 30 oder 35, ja. Okay. Und da sind die Ärzte mit angebunden ja. schon? Okay. Ja. Ja. Also es sind 4 Kollegen, Gesellschafter, genau, und rund 30 bis 35 Mitarbeiter. Genau. Holen Sie die in Teamsitzungen zusammen oder wie wird das organisiert, um Dinge neu zu machen? Spannende Frage. Ich hasse Teamsitzungen. Ja. Ich hasse Sitzungen. Häufig entpuppen sich Sitzungen als endlose, als endlose Sitzungen einfach. Mhm. Und wie können wir das effektiver strukturieren? Wir haben verschiedene Prozesse ausprobiert. Und das ist unser Vorteil in unserer Gruppierung, dass wir Dinge ausprobieren können. Wir haben Teamsitzungen alle Monate veranstaltet, einen ganzen Abend füllen. Wir haben Teamsitzungen jede Woche veranstaltet. Wir haben verschiedene Konzepte erarbeitet. Mhm. Wir wissen, dass es braucht. Aber was wir jetzt tun, ist, dass wir jede Woche einmal in jeder Praxis ein sogenanntes Check-out-Check-in machen. Das heißt, eine Viertelstunde wird darauf hingewiesen, wie war die letzte Woche, was steht an für die kommende Woche. Und Genörgel, Kritik oder Vorschläge gehen in einen anderen Kanal. Also wir haben quasi eine Ideenbox, so nennen wir das, wo jeder Mitarbeiter reinschreiben kann, ich hätte eine Idee, dass man vor der Tür noch eine Bank hinstellen kann oder das Telefon verbessern kann oder dem Patienten Blümchen zum Geburtstag schenken kann. Und Kritik haben wir auch als Beschwerdemanagement intern und extern. Aber das sind alles Dinge, die durch diese Schwarmintelligenz entstanden sind. Also wir hören nicht nur auf unsere Patienten, sondern wir hören auch auf unsere Mitarbeiter, was die sagen zu den aktuellen Problemen oder Möglichkeiten, die wir hätten. Mhm. Total spannend, weil ich das noch nie, aber wirklich noch nie von anderen Praxen so gehört habe. Es mag sein, dass es das so gibt, aber gerade auch festzustellen, dass diese dauernden Sitzungen, dieses Treffen, das kennt ja jeder wahrscheinlich aus eigener Erfahrung heraus, mehr dazu dienen, sich zu beschweren, Dinge schlecht zu reden und sich darüber aufzuregen, führen aber oft zu keinem Ergebnis. Man geht nach 2 Stunden auseinander, weiß gar nicht, was man in 2 Stunden alles besprochen hat. Und das so zu strukturieren in einem Check-in, Check-out, hört sich für mich so ein bisschen nach einem klaren Fahrplan an. Also ich sag mal, ein Pilot, der zum 1000-mal starten und landet, macht immer wieder die Checkliste, damit er das klar strukturiert abfragen kann und weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Also hochspannend. Wie ist es denn dazu gekommen? Ist das eine Entwicklung gewesen? Sie haben vorhin gesagt, wir haben viel probiert. Ja, genau. Es ist bei uns alles im Fluss, alles in Entwicklung. Und durch unsere Freiräume, dass wir einfach versuchen können, durch unsere Offenheit gegenüber anderen Dingen einfach Neues auszuprobieren, haben wir eben optimale Prozesse entwickelt. Das heißt, wir haben tatsächlich verschiedene Teamsitzungen mitgemacht. In der klassischen Arztpraxis trifft sich der Arzt mit dem Team einmal am Tag zum Frühstück. Mhm. Das haben wir einfach verlassen. Wir können nicht eine ganze Praxis stillstehen lassen für eine halbe Stunde. Ja. Dann bringen, nee, das geht einfach nicht. Ja.
Wir haben dann auch diese monatlichen Sitzungen gehabt und der am lautesten geschrien hat, wurde immer gehört und der am meisten gemeckert hat und alle irgendwie unter einen Hut zu bringen und dann war Urlaubszeit etc. Also diese Ideen, die sind nicht irgendwie von einem entwickelt worden. Was ich tue, ist, ich nehme nur die vielen Gedankengänge aus dem Schwarm zusammen. Ich zwinge meine Mitarbeiter, dass sie alles dokumentieren. Also auch Gedankengänge, Ideen etc., Kritik. Und ich führe die dann nachher zusammen, sodass wir verschiedene Konzepte erarbeiten können und erproben können. Und dann probieren wir es einfach. Mhm. Und wir sind offen dafür, dass wenn wir etwas probieren, dann kann es sein, dass es gut klappt. Es kann auch sein, dass es nichts ist. Und was ich für die Mitarbeiter tue, ist, dass ich ihnen die Angst nehme, dass wenn wir ein neues Konzept erarbeiten für irgendetwas, wie zum Beispiel Teamsitzung, Veränderung, dass sie keine Angst haben müssen, dass wenn es nicht ganz optimal ist, dass wir es dann dabei lassen, weil ich so gesagt habe. Wow, also ich überlege das gerade, dass allein das zu sagen, ich gebe meinen Mitarbeitern die ich sag mal einen Freibrief nicht, aber die Möglichkeit, das Neue, was wir ausprobieren, auch mal falsch zu machen und daraus dann zu lernen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, ist ein hohes Maß an Vertrauen, was man den Mitarbeitern da entgegenbringt. Aber ich glaube, deshalb ist die Motivation natürlich eine ganz andere, als wenn ich Angst haben müsste, für jeden Fehler, den ich tue, bestraft zu werden, was ja leider in vielen Bereichen immer noch so ist. Und Sie haben immer wieder gesagt, ich führe die Mitarbeiter dahin. Sehr, sehr schön. Ich bin schwer begeistert. Ja, weil das sind so einfache, es hört sich ja einfach an, was Sie sagen, aber es ist unglaublich schwer, das umzusetzen. Und diese Offenheit, das habe ich mir wieder auch mitgeschrieben. Ich habe einen Zettel, der ist gleich voll, weil so habe ich mir selten mitgeschrieben bis jetzt. Die Offenheit zu sagen, wir probieren Neues aus und wir lassen uns inspirieren von diesen neuen Dingen und versuchen es dann mal. Daraus sind 5 Praxen entstanden, daraus sind 35 Mitarbeiter entstanden, daraus ist eine, wie ich finde, wenn man sich das anschaut, unglaublich strukturierte Patientenversorgung entstanden, wahrscheinlich auch noch mit einer hohen Patientenzufriedenheit, was ich jetzt nicht mehr gemacht habe. Ich habe jetzt nicht in ein Bewertungsportal geschaut, aber ich kann mir vorstellen, das ist ja ein Vorzeigeprojekt. Also da müsste ja die ganze Region Ihnen jetzt gerade mal sagen, pass mal auf, das kannst du doch mal bitte für 10, 15 andere Praxen auch so weitergeben. Sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass Sie das so offen hier auch weitergeben. Ist daraus auch die Idee entstanden, die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Praxen, Gesundheitsinstitutionen zu verbessern und dann daraus eine, ich sag mal, moderne, zukunftsorientierte Form der Kommunikation innerhalb dieser MediOne-App zu entwickeln? Grundsätzlich haben wir die Schwierigkeit gehabt, dass im Patientenservice, in der Patientenzufriedenheit, dass die Patienten sich beklagt haben, dass sie einfach nicht am Telefon durchkommen. Mhm. Wir haben so circa 400 Anrufer pro, manchmal sogar pro Halbtag, pro Praxis. Mhm. Und wir haben versucht, das aufzufangen. Wir haben Telefonwarteschleifen eingeführt, wir haben verschiedene Dinge entwickelt, mehr MFAs ans Telefon gestellt. Die Patienten haben sich trotzdem beschwert. Und was ist das Problem? Die Patienten wollen am Wochenende, merken sie, ein Medikament geht aus. Am Montag früh merken sie, sie sind kränklich. Am Sonntagabend haben sie sich Sprunggelenk verstaucht. Sie brauchen eine Krankmeldung. Also wann rufen sie an? Dann, wenn am Montag früh die Leitungen aufgehen. Mhm. Die Patienten haben uns zunehmend versucht, privat zu erreichen über WhatsApp im ländlichen Raum. Also ich meine, das kennt ja jeder auch in der Zwischenzeit. Ja. Und wir haben deshalb gesagt, okay, lass uns was Neues ausprobieren. Genau das ist eines dieser Konzepte. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht, aber wir probieren das einfach aus. Mhm. Wir haben uns überlegt, was sind die Anforderungen? Wir haben die Patienten gefragt, was würdet ihr davon halten, wenn ihr mittels einer Messenger-App wie WhatsApp die Praxis erreichen könntet, auch am Wochenende einfach eine Nachricht schicken könntet. Ihr kriegt die Antwort erst am Montag oder eben dann, wenn die Praxis auf hat. Und die Patienten haben gesagt, ja klar, mache ich mit. Das wäre ja ideal. Wir haben von der Praxisseite uns überlegt, was brauchen wir? Wir wollen ja nicht in der Praxis ständig mit dem Handy rumlaufen, die Nachrichten beantworten, also muss das irgendwie auf dem Desktop-Computer laufen. Und das Ganze muss auch noch sicher sein. Also mit diesen Zielvorgaben haben wir uns einfach hingesetzt, haben gesagt, lasst uns das entwickeln. Wir sind auf die Firma Adesso zugekommen, die fanden das Projekt auch spannend, haben gesagt, ja gut, ja, wir entwickeln das ist kein Problem. Und wenn das sich auch bewährt, dann machen wir auch da mit.
Und deshalb haben wir das 1,5 Jahre getestet. Die Patienten sind sehr zufrieden. Es hat funktioniert. Die Patienten waren so zufrieden, dass wir gesagt haben, gut, da muss jetzt noch mehr gehen. Auch andere Arztpraxen haben uns einfach gefragt, hey, wir wollen das jetzt auch einsetzen, eine sichere Kommunikationslösung in dieser Form. Und deshalb haben wir gemeinsam mit der Firma Adesso eben diese MediOne GmbH gegründet, damit wir das Produkt weiterentwickeln können, damit auch andere Ärzte und auch Gesundheitsorganisationen wie eben Pflegeheime oder auch Apotheken das einsetzen können. Und das ist der Status quo. Jetzt hört sich das wieder alles so leicht an. Wir haben uns hingesetzt, wir haben das entwickelt, wir haben die Firma Adesso gefunden, wir haben die GmbH gegründet. Das allein, das ist ja etwas, wo viele schon sagen, Gottes Willen, wenn ich das alles machen muss, dann lasse ich es besser, weil dann kann ich mich ja nicht mehr um meine Patienten kümmern. Aber auch da sagen sie wieder, nein, das tun wir nicht, weil es langfristig mehr Sinn macht und weil es langfristig besser ist für die Zusammenarbeit mit den Patienten und für die Patientenversorgung und damit vielleicht auch wieder für sich selbst. Also vielleicht ist es ja auch die... Genau. Der Hintergrund, dass Sie sagen, Mensch, damit entlaste ich mich ja auch, wenn ich das habe und dann wiederum mehr Zeit zu haben für andere Dinge oder um wieder die geistige Freiheit zu haben, vielleicht noch andere Dinge zu entwickeln. Genau, ich muss mehr Aufwand einstecken, wenn ich etwas Neues schaffen will oder etwas verändern will, muss ich initial mehr Aufwand einstellen. Also nehmen wir einfach die Praxisgründung. Wenn ich die Praxisgründung muss ich halt ein Mobiliar kaufen, ich muss einen Computer hinstellen, ich muss initial irgendetwas tun und dann erst kriege ich quasi einen Effekt heraus und so ist es eben bei diesem Messenger auch gewesen. Es ist natürlich aufwendig, wir haben die Freiräume, wir können sowas tun. Und wir erleben jetzt auch schon die Entlastung und die verbesserte Kommunikation. Können wir vielleicht mal konkret beispielhaft eingehen? Also ich bin jetzt Patient und am Wochenende passiert mir irgendwas. Ich habe jetzt den verstauchten Fuß, ich habe einen Sportunfall gehabt oder ich merke am Wochenende schleicht sich eine Grippe ein, ich kann einfach Montag nicht arbeiten oder ich brauche dringend einen Termin oder ich brauche ein Rezept. Was mache ich dann? Ja. Prinzipiell, wenn Sie die Patienten schreiben uns einfach am Wochenende, hey, ich brauche einen Termin am Montag früh oder am Montagnachmittag oder wie auch immer, ich bin krank. Interessanterweise ist es so, dass über solche sind die Patienten ganz anders strukturiert, die kommunizieren ganz anders. Also das heißt, wenn der Patient am Montag früh anruft in der Hektik und schon genervt ist, dass 10-mal besetzt war, dann sagt er, ich brauche jetzt sofort einen Termin und ist auch schon genervt. Wenn er mit Messenger schreibt, dann, wenn es passiert oder wenn er eben gerade Zeit hat, ist das ganz anders. Er schreibt dann, ich brauche einen Termin, weil ich erkältet bin, ich habe kein Fieber, ich brauche nur eine Krankmeldung und dann können wir ihn besser führen, wir können unsere Termine viel besser strukturieren. Wir antworten dann in der Regel so um 9 Uhr, weil wir so eine heiße Phase haben am Telefon zwischen 7:30 und 8:30 Uhr. Und der Patient weiß dann, dass auch kommen kann. Wir vernachlässigen ihn nicht und wir bevorzugen deshalb auch andere Patienten, die telefonisch früher durchgekommen sind, auch nicht. Interessant ist auch gerade bei Rezeptanfragen, Rezeptbestellungen. Die meisten Patienten erkennen am Wochenende, dass ihr Schilddrüsenhormon aus ist oder die Oma wieder ein paar Tabletten braucht, kommen die Bekannten und so weiter. Und es ist einfach stressig, wenn ich das als Patient oder als Angehörige oder Pflegekraft am Montag früh machen muss. Das heißt... ein anderer Aspekt ist... Ja, nee, Entschuldigung. Kein Problem, ein anderer Aspekt, der bei uns als Hausärzte sehr relevant ist, ist einfach, dass die Patienten morgens zur Blutabnahme kommen. Zum Beispiel im Rahmen weiter und die wollen am Nachmittag einfach wissen, wie sind ihre Blutwerte. Man kann denen noch so oft sagen, wenn die Praxis nicht anruft, ist alles okay. Wenn wir anrufen, dann ist es nicht okay. Ja. Wir rufen an, wenn es nicht okay ist. Aber also wenn ich als Patient, mich aus der Sicht eines Patienten, ich würde gerne meine Patientendaten haben. Ich würde gerne wissen, wie meine Laborwerte sind. Deshalb rufe ich doch nochmal an und frage, ja, könnt ihr mir die nicht zuschicken? Fehlt irgendwie der Kanal. Ja, wie zuschicken? Ja, dann wird es telefonisch übermittelt. Und dann haben wir 20 Blutwerte und dann können Sie langsam das runterrattern als MFA und dann hat der Patient noch Rückfragen. Also das ist am Nachmittag auch wieder so ein Peak an Telefonanrufen und das umgehen wir, indem wir dem Patienten einfach sagen, mit MediOne schicken wir Ihnen Ihre Blutwerte direkt aufs Handy.
Und wir schreiben manchmal, hey, es ist alles okay, oder wir schreiben mal, machen sich keine Sorgen, wenn das Cholesterin etwas erhöht ist, und die Patienten sehen das schriftlich und dann ist okay. Wenn ich das telefonisch sage, das Cholesterin ist ein bisschen erhöht, ist schon okay, dann fragt der Patient noch dreimal nach. Wenn er es aber schriftlich hat, glaubt er das eher. Ja. Und der Patient kann trotzdem eine kurze Rückfrage stellen, die aber für mich nicht aufwendig ist, weil es eine asynchrone Kommunikationsform ist. Ich muss das nicht zwischen Tür und Angel machen. Das heißt, Sie haben dann gewisse, ich nenne es jetzt mal Slots pro Tag, wo Sie sagen, oder die Mitarbeiterinnen sagen, okay, dann beantworten wir die Fragen, die die Patienten stellen, oder wir schicken Dinge raus, weil Sie wissen, zwischen, ich sag mal, 17 und 17.30 ist jetzt nicht so viel zu tun, und dann gehen diese Informationen an die Patienten raus. Wir arbeiten da auch ziemlich flexibel. Also das bedeutet, wir haben keine Vorgabe für die Mitarbeiter, dass die Slots nutzen müssen, weil es gibt einfach unterschiedliche Arbeitsweisen von den Mitarbeitern. Mhm. Wir haben Mitarbeiter, die haben das MediOne auf dem Desktop, und das meldet sich, wenn eine Nachricht eingeht, und die schreiben einfach nebenher. Die machen das nebenher. Die können sowas. Multitasking, manche können das einfach sehr gut. Egal, wie viel los ist. Andere brauchen wirklich so eine Struktur im Arbeitsalltag, und die sagen, okay, zwischen 8:30 und 9 oder 8:30 und 9:45 beantworte ich MediOne-Messages. Mhm. Also, es gibt unterschiedliche Strukturen, und die lassen wir dann auch so arbeiten, wie sie wollen. Weil ihre Arbeitsstruktur zu ändern, wäre ein viel zu hoher Aufwand, eine Mitarbeiterin zu verändern. Es gibt natürlich auch die medizinischen Fragen, und wir haben die Möglichkeit, dass die Patienten eben an den Empfang eine medizinische Frage stellt, und die Mitarbeiterin schickt es direkt an den Arzt weiter, leitet das an den Arzt weiter, zum Beispiel an mich. Ich kriege es auf dem Handy und kann dann entscheiden, ob ich dem Patienten direkt antworte oder eben über den Empfang zurückschreiben lasse. Aber dann, wenn ich Zeit habe. Also es ist nicht so wie bisher, dass der Patient anruft und sagt, meine Entzündungswerte sind jetzt erhöht, brauche ich ein Antibiotikum, muss ich ein Antibiotikum einnehmen, oder jetzt habe ich noch Husten oder Fieber, muss ich jetzt ein Antibiotikum. Ja. Bindet natürlich die am Telefon mit dem Arzt das Gespräch oder hält Rückfrage. Und ich bin vielleicht gerade im Patientengespräch und habe einfach keine Zeit. Mhm. 5 Minuten später habe ich Zeit, kann kurz die Nachricht beantworten. Und das Gleiche würde dann gelten. Ich habe jetzt gerade den Gedanken im Kopf, diese Daten von den Patienten, die könnten Sie auch unter Kollegen austauschen. Also nicht nur unter Ihren Kollegen, sondern Sie müssen jetzt eine Überweisung tätigen zum Orthopäden, zum Gynäkologen, ganz was, oder ins Krankenhaus, und könnten dann diese Daten, die Sie gerade mit den Patienten erhoben haben, oder gegebenenfalls sogar die Patientenakte mit MediOne ans Krankenhaus senden. Richtig? Ja, richtig. Also wir haben hier ein wirklich sehr sicheren Ende-zu-Ende verschlüsselten Kanal. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder die Praxis schickt die Befunde an den Kollegen, das machen wir häufig, oder auch an den Physiotherapeuten, der interessiert sich doch manchmal für ein MRT oder für ein Röntgenbild, oder an die Pflegekräfte. Vice versa tun die Wundmanager auf Hausbesuchen einfach ihre Wunde fotografieren und uns einschicken. Also da gibt es keinen anderen Kanal, den die haben, um die Wunddokumentation zu übermitteln. Des Weiteren hat der Patient ja auch seine Patientendaten auf dem Gerät. Das heißt, wenn wir haben jetzt eine Patientin quasi, die hat einen Immundefekt und die muss immer in die Uniklinik regelmäßig zur Vorstellung. Sie lässt sich bei uns Blut abnehmen, wir schicken ihr die Blutwerte auf ihr Handy und sie geht mit diesen Blutwerten dann in die Uniklinik und hat das direkt auf dem Handy und schickt die jetzt inzwischen auch an den Prof weiter. Mhm. Also wir haben sowohl diesen Austausch zwischen den Arztpraxen als auch den anderen. Was ich sehr viel spannender finde, ist, seitdem wir in direkten Kontakt sind mit einer Apotheke, die auch das MediOne einsetzt, lerne ich sehr viel dazu. Also das heißt, wo vorher die Apotheke nie angerufen hat, weil sie auch nicht durchkommt oder nicht stören will oder so, schickt sie jetzt eine Nachricht und sagt, dieses Inhalat, was ich aufgeschrieben habe, passt nicht zu diesem Vernebler, oder der Patient, der ist ja gar nicht in der Lage, das zu nutzen. Oder auch diese kleinen Dinge, die der Patient erzählt in der Apotheke, das kriege ich jetzt alles mit. Und ich kann steuern. Ich kann sagen, die Apotheke kann mich direkt erreichen als Arzt. Oder ich denke mir, ja, da habe ich jetzt keine Lust drauf, und dann muss sie auch über den Empfang gehen. Ja, sehr interessant, weil dadurch natürlich unglaublich viel Kommunikation nicht nur vereinfacht, sondern auch verbessert werden kann.
im Bezug darauf, wie Dinge eingeschätzt werden können und plötzlich, weil ich sag mal, sonst vergesse ich im Alltag vielleicht einfach anzurufen. Was mir jetzt gerade noch so im Kopf ist, als Sie damit angefangen haben, auch Kooperationspartner zu suchen oder Patienten damit einzubinden. Sie haben gerade gesagt, erstaunlicherweise sind die Patienten da sehr positiv mit umgegangen, weil sie gemerkt haben, man kann da auch, man wird besser geführt, man kann besser führen. Wie ist das denn mit der Altersstruktur der Patienten? Ist das, würden Sie sagen, es ist durchgehend gleich strukturiert? Also mal davon abgesehen, dass wahrscheinlich ältere Patienten das nicht so häufig einsetzen, aber grundsätzlich nehmen die es an? Das ist ein Irrtum. Wir gehen ja davon aus, oder die Überlegung ist, dass es ja nur 20- bis 35-Jährige nutzen. Aber das ist ein vollkommener Irrtum. Mhm. Die ersten Patienten und die meisten Patienten, die das nutzen, sind ältere Leute. Warum? Weil sie hören schlecht. Mhm. Sie hören schlecht, sie können schlecht telefonieren. Und sie verstehen nicht so sehr, was auf diesen Medikamentenpacken da draufsteht. Also stellen Sie sich vor, der 75-jährige Patient versucht, ein Rezept zu bestellen heutzutage. Mhm. Das Einfachste ist, er geht in die Praxis mit dem Medikament. Aber das ist natürlich zu aufwendig. Er hat WhatsApp, ist ja schon installiert worden vom Enkele. Und er nutzt jetzt in der Zwischenzeit MediOne, weil es genauso einfach ist, so wie WhatsApp, und macht einfach ein Foto von seinem Medikament und wir legen das bereit. Also tatsächlich sind es vor allem die Eltern, die das gerne benutzen. Die Jüngeren sind eher erstmal skeptisch und denken sich, was ist das wieder für eine neue App und wieso und weshalb, und dann machen sie es doch. Bei denen ist es ersichtlich, die machen es dann, wenn sie es brauchen. Die nehmen sich den Gedankengang mit, da gibt es doch etwas, und dann plötzlich haben sie eine Erkältung und dann laden sie sich im Zug oder im Bus oder zu Hause die App herunter, sodass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Patienten die App zu Hause installieren können, ohne dass sie erstmal einen Einladungscode kriegen von dem Arzt oder dass der Arzt, die Arztpraxis sagt, hier und damit bist du bestätigt und so weiter. Die Patienten können direkt loslegen und schreiben. Ich habe gerade den Gedanken im Kopf, ich war am Wochenende auf einem Seminar, da ging es auch um das Thema Digitalisierung. Da hat jemand gesagt, alles Technische muss menschlich sein, sonst setzt es sich nicht durch. Und die MediOne-App ist unglaublich menschlich, weil sie, wenn ich das überlege, was da gerade passiert, im Sinne von meine Mutter mit, ich weiß nicht, 68, 72, oder meine Schwiegermutter, die natürlich mit WhatsApp umgehen können, weil es einfach ist, weil es für sie eine einfache Form von Verbindung zu den Enkeln, zu den Kindern darstellt. Und jetzt auch noch eine App, die mir erleichtert, immer mit meinem Arzt schnell in Kontakt zu treten und einfach, das ist das Schöne daran, es ist einfach, ich mache ein Foto, das kann ich, das sende ich weiter, so umzusetzen. Und damit ist genau wieder diese Funktion erfüllt. Es ist menschlich, weil es einfach die Kommunikation, also die nicht ersetzt im Sinne von, es ist der Mensch ist nicht mehr wichtig, sondern ganz im Gegenteil, er ergänzt das wunderbar in der Zusammenarbeit mit dem Arzt, mit einer Vertrauensperson. Ne? Und das sind zwei wichtige Aspekte, die Sie gesagt haben. Das erste ist, es geht nicht um das Ersetzen des persönlichen Arzt-Patienten-Kontakts. Ja. Leider gab ein bisschen schlechte Verbindung, aber wird schon gleich wieder. Die Fragen beantworten alles. Können Sie das noch sagen? Wir hatten gerade ein bisschen eine wackelige Verbindung, war zu wichtig. Ja. Also wir können, es gibt zwei Aspekte, die Sie da reingebracht haben und gesagt haben, und die sind auch sehr wichtig. Wir ersetzen nicht den persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt. Ja. Und das ist ganz entscheidend, den können wir auch nicht ersetzen. Aber es gibt so viele Themen, Dinge, die wir auch mit einem Chat oder wie bei einem kurzen Telefonat klären können. Telemedizinische Dinge, also braucht da jemand jetzt das Antibiotikum, das ich vorher gesehen habe, oder was macht der, in welches Krankenhaus soll er gehen, oder wie sollen sich Patienten verhalten? Kleinere Hautbefunde können wir natürlich begutachten, das ist überhaupt kein Problem. Das zweite ist, es gibt oft die Furcht beim MediOne, dass der Patient dann den Arzt direkt auf seinem Handy stört. Mhm. Und das haben wir natürlich beachtet. Stimmt, haben wir nicht. Ja. Mhm. Achte, möchte Kontakt zur Arztpraxis halten, aber nicht zum Arzt selber. Mhm. Also oft sind einfach
viele Fragen, die die MFA beantworten kann oder administrative Tätigkeiten, Terminvereinbarung, Rezeptbestellung etc. Und da braucht es auch nicht den Arzt zwischendurch. Mhm. Und der Patient weiß aber in der Regel nicht, wie er sich verhalten soll, auch wenn er am Wochenende mal zufälligerweise die private Nummer hat vom Arzt. Und erkältet es, dann ruft er halt doch beim privat an beim Arzt und sagt, ja, wie sieht es denn aus? Ja. Was wir auch erleben, ja, Entschuldigung, ich... Nee, Sie, machen Sie... Ja, meine ersten sehr positiven Erfahrungen waren die einfach, dass wir auch die Kommunikation steuern können. Also wenn ich sage, ich habe einen Patienten, der ist mir sehr, sehr wichtig, weil der gerade eine spezielle Situation hat, ein medizinisches Notleiden oder in einer Palliativsituation ist, kann ich ihn freischalten, dass wir auch am Wochenende oder am Abend Kontakt aufrechterhalten. Mhm. Ohne, dass der Patient das Gefühl hat, ich muss für ihn da sein im Notfall. Und was passiert, ist tatsächlich interessante Dinge. Ich hatte eine junge Patientin, die das dann ausprobiert hat und die hat am Wochenende, ich habe gesagt, okay, ich schicke Ihnen dann Ihre Blutwerte, weil sie so Kopfschmerzen hatte, am Abend zu. Und ich habe diesen Kanal aufrechterhalten mit ihr. Und die Blutwerte waren so halber. Ich wusste nicht so recht, was ich tun soll. Am nächsten Tag konnte ich sie führen, weil sie mir gesagt hat, sie hat stärkere Kopfschmerzen, Alarmzeichen etc. Die hatte dann tatsächlich eine Hirnhautentzündung. Und so betreue ich in der Zwischenzeit auch Palliativsituationen oder eben auch Typ-1-Diabetiker, eben auch neu eingestellte Typ-2-Diabetiker, die oft in die Hypoglykämie fallen, einfach damit in die Krankenhäuser landen, in die Notaufnahme, mit Wartezeiten, wie viel, 3 Stunden? Und dann hofft man auf eine adäquate Antwort auf seine Frage. Aber letztendlich zeigt das ja nur, dass die Zusammenarbeit Mensch digital gar nicht so schlimm ist, wie viele sich das ausmalen und dass die Zukunft der Medizin vielleicht doch in der Zusammenarbeit, im Zusammenschluss Digitalisierung, also ich würde es jetzt mal so bezeichnen, weil mir dieser Begriff gerade im Kopf ist, hat ein Universitätsprofessor mir letztens gesagt, digital braucht Mensch, aber Mensch braucht auch digital. Und von daher passt das sehr gut zusammen. Herr Dr. Jäger, ich gucke immer so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde im Podcast. Es sind ganz viele Dinge noch nicht besprochen worden, leider. Aber ich bemühe mich, den Podcast immer auf einer Dreiviertelstunde zu belassen. Ich will mich ganz recht herzlich bedanken bei Ihnen. Ich hoffe, es haben sehr viele zugehört. Wenn jetzt jemand sagt, das Thema ist für mich so interessant, wir verlinken alle Dinge, die jetzt mit MediOne zu tun haben, also die unmittelbare Zugriff auf die Internetseite MediOne, wo ja viele Informationen drinstehen, wo auch die Möglichkeit ist, über einen Support mehr Informationen zu bekommen, aber auch mal einfach auf Ihre Internetseite der Praxis, um mal zu sehen, wie Sie da strukturiert sind. Wenn jetzt jemand unmittelbare Fragen hat, vielleicht wendet er sich an Sie. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Ansonsten einfach über die MediOne-App gehen und vielleicht haben wir ja da eine Möglichkeit, mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Vielleicht, da haben wir kurz im Vorgespräch auch drüber gesprochen, kann ich Sie gewinnen für unsere Veranstaltung. Da müssen wir noch ein paar terminliche Dinge absprechen. Ich möchte mich wirklich richtig bei Ihnen bedanken. Das war ein ganz tolles Interview, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Was wir in diesen Dreiviertelstunde noch nicht haben beantworten können, können wir vielleicht in einem anderen Gespräch nochmal tun. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und danke Ihnen auch für die Offenheit, über diese Themen so zu sprechen. Für alle, die zugehört und zugeschaut haben, vielen Dank auch fürs Dabeisein. Am Schluss immer die Bitte, bewerten Sie den Podcast bei iTunes oder YouTube, weil es einfach wichtig ist, wir werden besser gefunden. Und wir müssen auch gucken, was wir gut und was wir nicht gut machen. Also schreiben Sie ruhig eine Bewertung rein. Würde mich wirklich freuen. Und wie immer hat das letzte Wort unser Gast. Aus meiner Sicht nochmal an alle, bleiben Sie unternehmerisch. Und Herr Dr. Jäger, Sie haben das Schlusswort. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich danke Ihnen.